Und damit herzlich willkommen zu Questions and Answers, einem weiteren Video, in dem ich euch Fragen aus der Community, aus dem YouTube-Kanal, von Instagram, von Facebook beantworte. Und heute geht es um ein ganz wesentliches Thema. Muss es die sehr teure Gore-Tex Peak-Performance-Jacke sein oder kann es auch mal die Dope-Jacke sein? Dazu habe ich meinen Kollegen eingeladen. Moin, Basti. Servus. Na Junge. Ja, Basti war nämlich die letzten Tage auch noch im Park in Innsbruck unterwegs. Richtig. Und ich muss sagen, da gehört ja so eine Jacke dann auch heim. Ja, absolut. Ich war nicht der Einzige, der Dope getragen hat. Schön ein bisschen breiter, ein bisschen länger, ja. Ein bisschen lässiger. Da fühle ich mich mit wohl. Ist halt was anderes. Und das ist eine der Fragen, die bei Basti auf dem Kanal, auf Instagram vor allen Dingen und bei mir auch gekommen ist. Nämlich, das hier kostet halt über 500 Euro und das kostet circa 200 Euro. Genau. Wo sind die Unterschiede? Muss es eben sowas Hochwertiges, Teures sein? Oder kann es auch mal dope sein? Das möchten wir in diesen kurzen zwei Videos beantworten. Das Fazit zu den Videos wird es bei Basti auf dem Kanal geben. Und jetzt gehen wir erstmal rein in die Peak Performance Jacke, die ich jetzt seit einer guten Saison fahre. Ich habe sie Mitte letzter Saison bekommen. Was zeichnet die Jacke aus? Für mich persönlich die Gore-Tex-Membran. Sieht man hier drin sehr gut, die Gore-Tex-Membran. Und hält vor allen Dingen das einfallende Wasser von außen und auch den Wind sehr gut ab. Was man natürlich bei den Jacken hier auch sagen muss, ist, dass hier drin die Verarbeitung, da sieht man es auch sehr, sehr gut, sehr hochwertig ist. Also alle Nähte, die man von außen vernäht sieht, sind hier nochmal ganz bewusst abgeklebt, dass eben kein Wasser durchkommen kann. Mit der Jacke hier auch von den Schnitten her sehr gut überlegt, das Handy rein, die Kopfhörer durch, die man hier dann wieder rausnehmen kann. Also da sind einfach die Schnitte und auch die Anordnung der Taschen sehr durchdacht. Ich muss sagen, sind auch ein paar mehr Taschen als ich habe. Ja, genau. Das sind ein paar mehr Taschen, stimmt. Insbesondere bei uns jetzt, wenn wir mit dem Kamera-Equipment auf der Piste unterwegs sind, habe ich hier mal die GoPro drin. Ganz lässig kann man am Berg mal so mit diesen beiden Taschen stehen. Hier sind noch zwei. Natürlich hier die Lüftungsschlitze. Links und rechts. Hinten recht klassisch geschnitten mit einem Boa-System hier oben, ja, das wirklich die Möglichkeit hat, zuzudrehen und aufzumachen, wie bei einem Helm. Und natürlich der abnehmbare Schneefang hier unten, den ich, wenn ich im Sommer die Jacke trage, dann auch in der Stadt abnehmen kann und einfach wirklich eine sehr, sehr gute Regenjacke habe. Ja, und was ich gerade noch gesehen habe, du hast hinten ein Rekosystem auch noch. Ah ja, Lawinen. Reko, genau, stimmt, Lawinenschutz, genau. Genau. Also Gore-Tex, die Jacke fängt, glaube ich, bei ca. 500 Euro an und das ist natürlich eine Hausnummer. Ja, für den Normalo in der Stadt, ja, sage ich mal, der nicht so auf hochalpine Touren geht, der nicht so viel am Berg unterwegs ist, braucht dieser Mensch die Gore-Tex Peak Performance Jacke? Ich weiß es nicht. Aus Stylegründen in meinen Augen schon. Die Jacke ist sehr schön geschnitten, trägt sich sehr, sehr gut, ist schön leicht und hat eben eine wunderbare Anordnung der Taschen und sieht dabei gut aus. Absolut. Das ist eigentlich der Beweggrund, warum diese Jacke für mich persönlich auch wesentlich ist. Jetzt bin ich auch viel am Berg unterwegs. Da ist natürlich diese tolle Eigenschaft der Membran auch was wirklich Wichtiges. Aber genug gesagt zu diesem Schnitt. Gehen wir mal rein zur Dope-Jacke und wir sehen uns auf Bastians Kanal dazu wieder. Also, nächstes Video, hier oben rechts oder hier irgendwo verlinkt, geht's zum Fazit und zur Jacke von Dope. Alles klar, viel Spaß!